Ja, ein Schlusswort hat zwei Bedeutungen. Es soll nochmals alles auf den Punkt bringen, was schwierig ist, und es soll kurz sein, was noch schwieriger ist. Unsere Frage war, sind Religionen mit den Menschenrechten, wie sie die Vereinten Nationen 1948 deklariert haben, vereinbar? Man könnte auch sagen, sind sie kompatibel, und zwar zueinander? Die Frage hat ja zwei Seiten, von denen man sie betrachten kann. Wer ist kompatibel mit wem? Die Frage war immer umstritten über Jahrhunderte. Für die katholische Kirche kann ich immerhin seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1962 bis 1965 befriedigt feststellen, dass die katholische Kirche bereit ist, die Menschenrechte zu akzeptieren. Es gab dann 1993, glaube ich, war es, die sogenannte Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam, was ja nicht eine Erklärung des Islam war, sondern eine Erklärung der Al-Azhar-Universität. Und dazu sagt der bekannte Islamwissenschaftler Hans Zürcher, dass die Erklärung durch ihren Rekurs auf die Scharia, der Menschenrechtserklärung, in wichtigen Punkten nicht gerecht werde. Also im Status der vorkonziliaren katholischen Kirche stehe. Die Menschenrechtserklärung gehe nämlich aus von der negativen geschichtlichen Erfahrung, dass eine gesellschaftliche Ordnung, die rechtlich nicht von religiösen Glaubensüberzeugungen her angelegt und zusammengehalten ist, das friedfertigere Zusammenleben eher fördert als eine religiöse Einstellung. Religionen hätten immer wieder versucht, ihre besonderen Normen der politischen Willensbildung überzuordnen und seien dadurch zur Ursache von Intoleranz, Gewalt und Aggression geworden. Wir haben festgestellt, dass die Menschenrechtserklärung natürlich auf der Erfahrung des Westens mit seiner eigenen, und zwar immer wieder auch christlich oder kirchlich motivierten Gewalt und Aggressivität zu tun hat. Eine Aggressivität, die schließlich in zwei Weltkriegen und in der Ermordung von Millionen von Juden gemündet hat. Und das scheint mir wichtig zu sein, das nicht in einen Topf zu bringen. Es sind verschiedene Erfahrungen, ob wir über die arabische oder die muslimisch geprägte Welt reden und ihre Erfahrungshintergründe oder ob wir über unsere Erfahrungshintergründe reden. Und wir sind ja immer noch in einer Phase, wo nicht unbedingt dieser Eurozentrismus, das heißt die Vorstellung, die ganze Welt und die ganze Weltgeschichte, meinetwegen bis zum Neandertaler und bis zum Homo erectus, also von europäischer Warte aus zu sehen. Das heißt, es gibt Entwicklungen, die eben zu unterschiedlichen Zeiten, aber auch mit unterschiedlichen Motivationen und Ergebnissen verlaufen. Zirkelweit schreibt dann in seinem Kommentar, die weithin als Säkularisierung bezeichnete Lage der modernen Gesellschaften hat ihren Grund also primär nicht in einer areligiösen, gar religionsfeindlichen kulturellen Mentalität, sondern in der Notwendigkeit, eine sozial umfassendere Basis zu finden, als die Religionen sie gewähren können. Entschuldigung, dass ich manchmal stottere, weil ich habe das von Hand geschrieben und da muss ich sehen, dass ich es auch wieder lesen kann. Wenn die Religionen dabei besondere Probleme, was den Religionen natürlich besondere Probleme bereitet, das ist das Zugeständnis einer umfassenden Religions- und Meinungsfreiheit in jeder Richtung. Und das
es selbst, jetzt wenn ich für die katholische Kirche spreche, natürlich nach wie vor ein Thema. Und insofern ist es auch für die ganze Welt ein Thema und wird ein Thema bleiben. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir in einer dialogischen, im Gespräch befindlichen Gesellschaft leben, die eben ständig mit diesen Dingen umgeht und nicht die heutige Bedrohung ist ja dieser sogenannte Populismus, diese neue Form einer unmündig, selbstgewählten Unmündigkeit, aus der uns einst Kant herauszuführen versuchte. Allen Erklärungen zum Trotz ist dieses Menschenrecht für die Religionen nach wie vor ein globales Problem. Und zwar nicht nur für die Religionen, für die Gesellschaft. Und ich denke, das ist ein wichtiges Ergebnis dieser Tagung, dass das weiterhin ein Thema ist, dass sich niemand zurücklehnen kann, dass wir alle gefragt sind. Und es ist natürlich auch ein besonderes Thema, wenn es um das Menschenrecht auf Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit innerhalb der eigenen Religion angeht. Da könnten wir ja auch Geschichten erzählen. Dasselbe gilt im Übrigen von vielen weltanschaulichen und politischen Gruppierungen genauso. Denken Sie an das, was heute auch in der deutschen politischen Szene der Öffentlichkeit passiert, von der CDU bis zur AfD. Das waren also Probleme, die wir immer wieder gestreift haben in unserer Tagung. Mit dieser doppelten Fragestellung, ob die Religionen mit der Menschenrechtefrage oder mit den Menschenrechten selber kompatibel sind und die andere Frage, ob sie akzeptiert sind, umgekehrt, ob die Religionen akzeptiert sind als Mitträger von Menschenrechten. Wir haben uns darum die Köpfe zerbrochen und Wege gesucht und nach Lösungen gesucht, wie wir in unseren Religionen und unsere Religionen gemeinsam, also wenigstens mal die drei, die wir hier versammelt haben, gemeinsam dahin wirken können, dass wir zu Anwälten der Menschenrechte und gerade in unseren eigenen Religionen werden können. Ich habe in der heutigen Tageszeitung, im Schwäbischen Tagblatt, unserem Blättle, in der Leitkolumne ein schönes Zitat gefunden, in einem an sich völlig anderen Zusammenhang. Nicht die Religion ist Fundament unseres Zusammenlebens, sondern unser Verständnis von Würde. Und das, denke ich, ist das, was die Religionen innen und außen angeht. Ob sie wirklich zur Würde aller Menschen bereit sind, ob das einzelne Mitglied wirklich motiviert wird durch seine Religion, die Würde der Menschen unter allen Voraussetzungen zu achten. Es geht nicht darum, ob einer den rechten Glauben oder das richtige Gebetbuch hat, sondern ob das ihn dazu bringt, die Würde der Menschen und seine eigene Würde zu achten. Wir haben natürlich die Probleme nicht, vor allem nicht alle gelöst. Das Gespräch war wichtig und wir haben uns auch immer daran zu erinnern, dass wir als Einzelne nicht die Probleme unserer Religionen als Institutionen lösen können, dass wir aber auch nicht für alles verantwortlich sind und trotzdem uns dazu zählen können. Die Frage an mich selber, an Sie natürlich auch, an jeden Einzelnen, was tue ich? Tue ich genug? Aber zu einem Schlusswort gehört am Schluss der Dank. Und ich möchte mich ganz herzlich bei den Referenten bedanken, bei denen, die da waren und schon gegangen sind. Und bei denen, die da sind, da kann man natürlich die Blumen sozusagen persönlich überreichen. Ich denke, wir haben wirklich tolle Referate gehört. Wir haben wirklich uns informieren können. Ich möchte mich natürlich nicht zuletzt bedanken bei Burak Albertonga, der ehrenamtlich, muss man sagen, hier ja die
vor allem die organisatorische Verantwortung hat und wir ja eigentlich nur so ihm so ein bisschen unter die Arme greifen und ihm die Möglichkeit geben, gemeinsam Gedanken zu fassen und zu planen, geistig zu planen. Lieber Burak, herzlichen Dank dir. Und dann möchte ich natürlich auch mich bedanken bei allen, die hier waren, den Getreuen, die nun seit so vielen Jahren immer wieder da sind und denen, die das erste Mal dabei sind und die hoffentlich dann sich motiviert fühlen, falls wir es wieder schaffen, eine solche Tagung zu machen. Kommen Sie wieder, Sie werden es nicht bereuen. Und damit wünsche ich euch allen gute Heimkehr.